Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Sammelserien-Unboxing. Panini Adrenalin XL. Sammelkarten zur FIFA WM 2018 in Russland. Fünfter Blister, fünfte Limi, Paul Pogba für Frankreich. Sowie eine Special Card dahinter und vier Booster. Und wir schauen mal, was uns da diesmal erwartet. Ich glaube, ich werde krank. Leichtes Kratzen im Hals. Also, entschuldige mich schon mal, falls ich mich des Öfteren in dem Video räuspern muss. Kann durchaus sein. Also, Paul Pogba, Limited Edition für Frankreich. 87, 97 und 85. 269 in Summe. Und ein Fans-Favorite, wer hätte das gedacht? Wabi Kazri für Tunesien. So, und vier Booster. Let's go. Mohamed Salah, Ägypten. Kylian Mbappé, Frankreich. Makoto Hasebe, Japan. Nice. Ein Frankfurter. David Silva, Spanien. Dann Fans Favorite Carlos Sanchez für Kolumbien und Egidio Areval Rioch für Uruguay. Das finde ich ja schon mal geil. Makoto Hasebe. Base Card. Eintracht Frankfurt quasi. Miranda, Brasilien. Hector Herrera, Mexiko. Felipe Baloy, Panama. Kalidou Koulibaly, Senegal. Dann ein weiterer Fans-Favorite, Paolo Guerrero, Peru. Und N'Golo Kanté, Frankreich. So, noch zwei Booster. Marco Ureña, Costa Rica. Isco, Spanien. Christian Ramos, Peru. Ayman Matluti, Tunesien. Ein Rising Star, also Irving Lozano, Mexiko und Paulinho, Brasilien. Hat schon eine Befürchtung, es kommen hier als Special Cards nur Fans Favorites. Das wäre ja schade. Da haben wir zumindest schon mal einen Rising Star. Immerhin ist was. So, dann hätten wir Matthew Lecky, Australien. Nikola Kalinic, Kroatien. Alan Zagoev, Russland. Son Heung-min, Korea. Dann ein weiterer Fans-Favorite, Sardar Azmoun für den Iran und Dmitri Kombarov, Russland. Sehr schön. Also hat mir schon wegen der Basecard hier von Hasebe sehr gut gefallen, der Blister. Ansonsten, ja, viele Fans-Favorites, aber wenigstens auch ein Rising Star und halt die Limited Edition. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr meint. Und wie immer, hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt. Ansonsten danke fürs Einschalten. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.